Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen da zurück zu Factorio. Jo, solange wir darauf warten, dass wir genug Landfill beisammen haben, könnten wir mal die Goldproduktion ans Laufen bringen. Jo. Dazu brauche ich die roten Gerätschaften, chemischen Öfen. Nicht die elektrischen, sondern die chemischen. Nur davon kann ich mir einige leisten. Gut. So, dazu brauchen wir auch noch Chlor. Das Zeug hier. Leiten wir es einfach mal nach oben. Hier. Ach, Moment mal. Von den Dingern habe ich ja noch massiv viele. Chlor. Gut. Ja, die Produktion wird etwas größer ausfallen. Fünf könnten da genügen. Das Problem ist halt, dass wir da immer wieder Kohle anliefern müssen. Was schon ein bisschen ekelhaft ist, aber hey. Wer wird sich denn gleich beschweren, ne? Nur wenn man keine Kohle hat. Wobei, ich habe ja Kohleblöcke. Die werden wir bald demnächst wieder ein bisschen einsparen. Das passt schon. So. Nein, dich wollte ich nicht überschreiben, aber gut. Wenn du unbedingt möchtest. Nun gut, Goldproduktion. So, verteilen wir hier schon mal überall ein bisschen Kohle. Damit nicht zu viel angeliefert werden muss. Beziehungsweise damit es schon mal läuft, sobald Gold hochkommt. Gut, zwei sind doch ein bisschen wenig. Nimm ruhig 100 Stück. Und wo ist meine Yuuki Energy Kohle? Hier. Nein, 50 sind zu viel. Da kannst du gerne mal 5 anliefern. So, natürlich benötige ich das Ganze noch Strom. Den ich jetzt hier gar nicht platzieren kann. Nun gut. Warum nicht? Und natürlich brauchen wir noch einen Ausgang. 1, 2, 3, 4, 5. Und die Goldproduktion läuft. Die werde ich jetzt erstmal nicht beschränken. Gut, worauf wartet ihr? Auf eine Ladestation. Ja klar, ihr habt einen langen Weg vor euch. Naja, gönnen wir euch hier mal eine zusätzliche Ladestation. Dann geht es ein bisschen flotter. Und Chlor wird direkt verbraucht. Sehr gut. Dadurch dürfte wieder Chlorwasserstoff produziert werden. Läuft. Na komm. Ein Speedmodul für dich. Brennöfen brauchen keine Speedmodule. Das ganze Gold ist bereits hier oben. Sehr schön. Nun gut, dann hängt mal ein bisschen ab. Habe ich mittlerweile genug Landfill? Nein. Aber ich kann es ein bisschen beschleunigen, indem ich mich da näher ranstelle. Weißt du was? Das Landfill kannst du ja mal bitte sowas von auf 2 Stacks beschränken. Sonst werde ich nie genug Steine übrig haben. Wie viel Landfill war das nochmal, das ich gebraucht habe? Ich weiß es nicht. Ich hole mir selbst noch ein paar Steine und baue noch manuell etwas. Das geht dann etwas zügiger. Allzu viel ist es nicht. Landfill. Na komm. Ach so, ich crafte das Ganze bigger. Ja, das wundert mich natürlich nicht.
ich das ganze Zeug da umcrafte. Weißt du was? Wie viel bekommen wir denn da raus? Nicht allzu viel bei einem Ertrag von 50%. Machen wir es doch mal so rum. Könnte das vielleicht reichen mittlerweile? Mal probieren. Wir brauchen dringendst Stroh. ...257 oder 65. Ja, gut. Da müssen wir noch eine Menge für sparen. Ein Lentfell kostet 20 Stein. Das ist schon irgendwie eine Menge. Moment. Guck mal hier. Gut, das Quarz will ich nicht. Mir jetzt immer noch so viel. Ärgerlich. Wir könnten uns mal um die Module kümmern, oder? Wo sind die? Beziehungsweise um diese elektrischen Grundkomponenten hier. Das Zeug. Kontaktmodule können wir jetzt herstellen. Hauptplatinen können wir herstellen. Dazu brauchen wir Eisenchlorid. Das haben wir hier oben. Gut. Wird ja sofort bestellt. Sind wir hier noch? Ja. Wir sind definitiv noch im Logistikbereich. Eisenrohr. Gib mir mehr Eisenrohre. Damit ich die nicht extra bestellen muss. Gut. Module. Ach hier. Gut, du produzierst schon mal das da. Da können wir alles gerne mal verzehnfachen. Und hierhin. Und das beschränken wir dann mal auf 3 Stacks. Gut. Läuft. Das dauert ganz schön lange. Also Module. Und Module. Hier. Landfill, wie sieht es da mittlerweile aus? Ja, wird noch eine Zeit lang dauern. Nun, zurück zu den Modulen. Die Teile müssen wir produzieren. Also hier ist meine Flüssigkeitsabteilung. Die sollte ich hier nicht irgendwie zubappen oder so. Sondern wir produzieren die einfach mal hier unten weiter. Schade, das Wolframerz fällt. Das hat so einen hohen Ertrag. Einfach mal hier hin. Stellen wir da einfach mal 500.000 Fabriken hin. Das wird dann schon passen. Moment. Nee. So. Und dann gucken wir mal, wie es mit dem Strom aussieht. Gut, dann muss ich einen hier hin und einen hier hin. Für alle Fälle. Und stellen wir dann direkt noch mehr Fabriken hin. Wobei, hier ist die Ärmchenabteilung. Hier sollte ich vielleicht nichts mehr hinbauen. Hier haben wir noch Platzhalter für Fabriken. Dann wirst du erstmal hier produziert. Das beschränken wir auch alles. Ja, von mir aus könnt ihr so wenig anliefern. Das ist schon in Ordnung. Du produzierst das da.
Naja, komm, leicht erhöhen sollte man schon. Und die Teile immerhin durchgehend arbeiten. Gut, erhöhen wir dich auch. Zumindest verdoppeln sollten wir dich. Aluminiumplatte. Die stelle ich ja noch gar nicht hier. Darum sollten wir uns auch sofort kümmern. Gut, produziere ich euch bereits? Nein, Modulhauptplatinen, wobei doch, die produziere ich da oben. Eisenchlorid, Eisenchlorid, Eisenchlorid. Kein Eisenchlorid. Nun gut. Werde ich höchstwahrscheinlich alles benötigen. Machen wir erstmal von jedem eine Fabrik. Damit wir das schon mal alles haben. Denn wer weiß, wozu man es braucht. Nee, Moment. Mach ruhig zwei Stacks voll. Ihr. Hier geht es dann weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich alle benötige. Das macht ja nichts. Gut. Landfill. Könnte fast reichen. Nur fast. Nun gut. Bauen wir hier noch ein paar Fabriken hin. Geht hier noch eine? Nein. Nicht wirklich. Nun gut, du produzierst mir dann die Dinger hier und du daneben die anderen. Genau. Du das und du das da. Natürlich auch alles wieder beschränken. Habe ich hier Beschränkungen drauf? Ja, auf 3 Stacks. Dann brauchst du nur noch Eisenchlorid. Ja doch, hält sich halbwegs in der Waage. Der Verbrauch passt jetzt auch langsam, weswegen wir höchstwahrscheinlich nicht mehr abpumpen müssen. Das wäre toll. Na komm, Landfill. Also das reicht jetzt definitiv. Da kannst du mir sagen, was du willst. Wir brauchen jetzt dringend neuen Strom. Und zack, gut. Also ich brauchte mal 2 Pumpen. Wobei ich sollte vielleicht erstmal den Boiler platzieren. So. Gut. Dann die Pumpen. Hierhin und hierhin. Hab ich hier nicht noch die... Ja, doch hier. Oh, ich bin hier zu weit raus. Nochmal von vorne. So, hier hin. Strom nicht, die Pumpen. Dann dürfen die Pumpen pumpen. Gut. Blaue Kiste natürlich. Und die Musik ist aus. Wie unheimlich es plötzlich wird, wenn die alles leise ist, ne? Du lieferst Kohle an. 30 Stück sollten da genügen. Strom.
Müsste da nicht bald das kommen? Hier, gut. Wir haben Strom. So, dann brauchen wir noch einen Baubereich. Und einen Logistikbereich. Oh, dich würde ich dann ungern mit kopieren. Naja, Rohre. Gerne die mit der höheren Kapazität. Gut, du läufst. Und du produzierst Strom. Gut. Dann löschen wir dich hier. Kopieren dich komplett nochmal neu. Und beginnen damit, dich hier überall zu platzieren. Im Idealfall, damit man da noch durchlaufen kann. Also eins rüber. So, genau. Hierhin. Dann bräuchte ich Logistikbereich. Idealfall erstmal nur für dich. Naja, so ist ja auch in Ordnung. Hierhin. Liefer mir dann doch bitte mal noch kurz ein paar von den Erweiterungen. Vielleicht bekommst du dann von mir hier noch ein paar Aufladestationen. Gut. Und dann muss ich die Rohre noch mal neu verkabeln, beziehungsweise einfach mal drüber flitzen. Gut. Läuft. Fehlen halt nur noch einige Pumpen. Aber ich werde doch wohl ein paar System haben, oder? Ich habe doch einige weggeschmissen. Was fehlt mir denn für Offshore-Pumpen? Kupfer. Nun gut, organisieren wir uns Kupfer. Massiv viel Kupfer. Genau, Kupfer und Holz. Den Rest habe ich ja soweit. Nicht verlaufen. Immer auf den Weg achten. Wie Kupfer haben wir noch im System? 7600. Gut. Fünf weitere Pumpen. Woran fehlt's jetzt? An Eisen. Gut. Ja gut, ich glaube, ich bekomme noch ein paar Pumpen, wenn ich da unten alles abgerissen habe. Erstmal hier die Grundversorgung einigermaßen ans Laufen bringen. Weil das müsste so einigermaßen funktionieren. Jo. Die Produktion reicht ja mehr als aus. Pumpen. Produziere ruhig ein paar mehr. Wenn wir alle nicht benötigen, dann schmeißen wir die gerne mal weg. Also beziehungsweise irgendwo einlagern. Damit die Roboter sich drum kümmern können. Das ist der Plan. Nochmal gucken, ob hier alles passt. Nicht, dass es hier irgendwelche Probleme mit dem Wasser gibt, die keiner will. Und weißt du was? Das Ganze bauen wir jetzt nochmal. Wo habe ich die Blaupause hin? Dich kann ich eigentlich löschen. Die brauchen wir nicht mehr hier. Warum kann ich dich nicht platzieren wegen dem Strommast?
Nee, wegen dir. Oder? Ja, aber der Strommast dann nicht mehr hinpasst. Das ist ja ärgerlich. Dann machen wir es halt so. Das Ganze dann nochmal so. Dann kommt ihr hier weg, damit ihr verbaut werden könnt. Und dann gehen wir runter. Wobei, ich sollte warten, bis das hier steht. Und reißen dort alles ab. Ach ja, ich habe keine Boiler mehr. Gut, ich muss sofort abreißen. Oh, ich habe doch Boiler. Haha. Moment, Rohre nochmal neu verbinden. Läuft. Eine Lampe könntet ihr hier oben vertragen. Oder vielleicht auch zwei. Genau. Es ist hier oben nicht mehr ganz so dunkel. Und ich glaube, damit sind unsere Stromprobleme für alle Zeit gegessen. Oh, was für eine schwierige Geburt. Gut, dann können wir den ganzen Krampf da unten abreißen und wir haben wieder ein bisschen Raumgewinn erhalten. Weil das kannst du ja niemandem anbieten. Das geht ja nicht. Mein Stack bekommt ja nicht immer Kohle. Wo soll denn das noch hinführen? Also, weg mit dir. Weg mit dir. Ja, alles Schritt für Schritt. Nicht, dass man aus Versehen irgendwas wegreißt, was man vielleicht noch brauchen würde. Weg mit dir. Sowas von weg mit dir. Darf ich da jetzt langsam mal durch? Nee, die Bauboter brauchen einfach ewig, bis sie hier wieder anmarschieren. So, und weg mit dir. Und ich glaube, das da kann mittlerweile auch weg. War schön mit dir. Aber gut, dass wir es zumindest mal probiert haben. Du weg. Die ganze Basis müsste jetzt immer noch Strom haben, bis auf diese Logistikbereichsteile hier. Gut, ja, hier wird sich noch öfters mal alles umbauen lassen. So, Stromversorgung sagt, ist gut, aber es geht noch mehr. Jetzt haben wir wieder ein paar Materialien zurückgewonnen, die können wir auch direkt verbauen. Sehr gut. Ich habe sogar wieder Landfill. Nicht allzu viel, aber hey. Da oben stört es wenigstens niemanden. Da könnte ich diesen See irgendwann mal wegmachen, weil den brauchen wir auch nicht mehr. Wir können ja Wasser auch auf alternative Arten herstellen. So. 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 Weil 5 haben können wir jetzt wieder platzieren. Gut. Pumpen können weg. Dann brauche ich meine Zonenerweiterung. Das Tolle an der Sache ist jetzt kann ich auch diese Verteidigungslinie hier aufrüsten. Hier. Genau. Wenn wir schon dabei sind, verlegen wir die komplette Zone. Will ich da drin eine Zone haben? Ich glaube nicht. Wobei, Schaden tut's ja auch nicht. Wunderbar. So muss das. Na komm. Machen wir einfach weiter so, wie wir es bisher war. Super. Läuft alles? Dann muss ich da wieder ein bisschen rumfuchteln.
Rumfuchteln ist ja immer schön. Was scheint zu laufen? Hier fehlt einzig und alleine nur Kohle. Die jetzt angeliefert kommt. Läuft. Strom ist ja jetzt mehr als vorhanden. Würde ich mal eiskalt behaupten. Dann reißen wir mal bitte diese Steinzeitgeschütze ab. Gleich müssen sie wieder angeflogen kommen. Genau, da sind sie. Kuckuck. Und dann platzieren wir hier unsere Verteidigungslinien. Ach ja, ihr müsst die Munition erst entfernen. Ekelhaft. Wie viel Munition ist denn da drin? Nicht mehr allzu viel, gut. Also kommst du mal hier hin. Na komm, wir ziehen's durch. Gut. Dann ist diese Mauer so gut wie unantastbar. Und hat sogar Strom. Vielleicht sollten wir hier noch eine Backup-Line machen, falls die andere durchgerissen wird. Mhm. Gut. Sehr schön. Jetzt wird alles aufmunitioniert. Achso, es fehlen nur noch die Ärmchen. Ja, die müssen auch erstmal produziert werden. Wie viele Ärmchen haben wir im System? Keine Ahnung, wie viele. Aber ja doch, sie kommen. Ist doch schön. Ach ja, endlich keine Stromprobleme mehr. Hätte ich vielleicht auch vorher machen sollen. Moment, ich gönne euch hier mal ein paar Ladestationen, falls ihr hier vorbeifliegt. Damit ihr euch hier nicht beim Aufmunitionieren nicht alle irgendwie auf einem Fleck rumtummelt. Das wäre ein bisschen uncool. Gut. Plastikhammer. Wie schaut es bei den Batterien aus? Haben wir nicht, weil Schwefelsäure fehlt? Ja, Schwefelsäure fehlt. Na komm, schließ mal wieder an. Aber nur kurz. Hier. Genau, du produzierst mir jetzt wieder ein bisschen Schwefel, du wieder ein bisschen Schwefelsäure. Das wird jetzt ein, zwei Folgen laufen und dann ist ja auch in Ordnung. Genau. So. Die Lagertanks können an sich weg. Die Kugeln können weg. Und da können wir uns jetzt endlich mal um wichtigere Sachen kümmern. Das ist doch schön. Auf was wartet ihr hier? Hier sind überall noch Überbleibsel aus der alten Zeit. Aus der alten Welt. So wie dieser Baum hier. Gut. Ja, die Strommasten müsste ich überall auch noch upgraden, aber keine Lust. Nun gut, dann müssten wir demnächst mal vielleicht die Bleiverarbeitung upgraden. Wobei, wir dürfen dabei nicht vergessen, dass wir, wie soll ich sagen... Oh, die Anbieterkiste ist leer. Ja, klar, ich habe sie auch selber leer gemacht. Geh mal da rein. Dann kannst du hier wieder voll machen. Bis die alte Platze ausgeht, genau. Dann geht schon wieder nichts mehr voran. Sehr gut. Naja, meine Freunde, ich würde mal sagen, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.